Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Ja, wir bekommen es am Wochenende mit einem richtig schönen großen Tiefdruckgebiet zu tun, insbesondere am Sonnabend. Dieses Tiefdruckgebiet heißt Haina und das wird dafür sorgen, dass es denn morgen bei uns noch sehr, sehr viele Wolken gibt. Sonne wird eher die ganz, ganz große Ausnahme sein und dazu von Süden immer wieder mal Regen und Nieselregen. Also auf das richtig schöne Wetter dürfen wir nicht hoffen, aber ganz so schlimm wird es auch nicht. Dieses Tiefdruckgebiet hat sich bereits über den Alpen ausgetobt mit Niederschlägen und über Italien und für uns bleibt nur noch ein bisschen Regen und Nieselregen übrig. Freuen wir uns. Die Natur kann es gebrauchen, jeder Tropfen zählt. Ja, die Temperaturen liegen dann im Bereich so 7 bis 9 Grad, wird nicht besonders kalt. Auch die Nacht zum Sonntag bleibt frostfrei, also da passiert auch nicht allzu viel. Der Wind ist auch nicht mehr das große Thema, weht in allgemein nur schwach bis maximal mäßig aus südlichen Richtungen. Am Sonntag dann auch wieder viele Wolken, aber die Chancen, dass hier und da mal eine größere Wolkenlücke auftauchen kann, ist da. Aber ich möchte es nicht versprechen. Meistens wird es wahrscheinlich denn doch stärker bewölkt bleiben. Temperaturen bleiben so im Bereich vielleicht ein Grad mehr, 7 bis 9 Grad, also für Anfang oder Mitte November inzwischen muss man sagen, doch relativ angenehme Temperaturen. Auch in der Nacht zum Montag erwarte ich erstmal keinen Frost. Und der Sonntag wird weitestgehend trocken bleiben. Ich möchte es nicht ausschließen, dass sich hier und da mal ein paar Tropfen denn noch rausquälen. Aber das wird nicht viel sein. Also das sieht nicht ebenfalls danach aus. Zu Wochenbeginn dann auch eigentlich ähnliches Wetter. Viele Wolken, nur ab und zu mal ein klein bisschen Sonne. Dazu müssen wir damit rechnen, dass es mal ein bisschen regnet oder Nieselregen gibt. Aber die Niederschlagsmengen werden nicht so groß sein. Die große Temperaturabsackerei ist noch nicht zu sehen. Also wir sehen Temperaturen im Bereich am Dienstag, Mittwoch so bei 5 bis 7 Grad. Aber das sieht dann so aus, dass es in der zweiten Wochenhälfte Donnerstag schon wieder ein klein bisschen milder wird mit 7 bis 9, vielleicht auch 10 Grad. Also der Winter ist bei uns noch nicht in Sicht und wie es nächste Woche aussieht, sage ich Ihnen dann. Vielleicht dann zu Beginn der Dezembertage, dass da wieder ein bisschen kältere Luft zu uns kommt. Aber das ist noch in weiter Ferne. Bis dahin, Ihr Thomas Daniels. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.